Hallo Peoples, keine Panik. Jetzt gucke ich mir nochmal Bravo TV an. Mal sehen, wie die das so machen. Sendung ist abwechslungsreich und deshalb super. Hey, was finde ich echt stark, super. 1A. Oh, hallo, wie geht's? Also uns beiden geht's prima. Tja, ist ja auch kein Wunder. Da heißt es immer, kein Mensch guckt Kabelfernsehen. Aber schaut's euch selber an, wir haben jede Menge Post gekriegt. Tja, du, und alle sind begeistert. Hier zum Beispiel ist das die Sabine Haser aus Hamburg und die schreibt, vielen Dank für das tolle Lima-Star-Porträt. Eure Sendung ist echt spitze, macht weiter so. Tja, oder schau mal hier. Sogar Videokassetten werden uns geschickt mit der Bitte, wir sollen noch die Show draufspielen, weil der Absender noch keinen Kabelanschluss hat. Da müssen wir aber um euer Verständnis bitten, das geht natürlich nicht. Wie wäre es denn, wenn ihr eure Freunde, die noch keinen Kabelanschluss haben, einladen, euch die Show gemeinsam reinzieht? Klar, und anschließend macht ihr noch ein heißes Fest. Genau, viele haben uns auch geschrieben wegen des Videopuzzles. Dazu kommen wir aber noch später. Ja, jetzt sagen wir euch erstmal, was heute alles kommt. Es gibt irre Frisuren und heiße Klamotten im Modetipp. Ja, und ein affenstarkes Video von David Lee Ross. Ein Interview mit Foreigner-Boss Mick Jones. Und außerdem stellen wir euch noch den Wahnsinnsfilm Purple Rain vor. Wohl wegen den heißen Mädels, du Casanova. Ach, du weißt doch, ich bin doch so schüchtern. Wahrscheinlich so schüchtern wie die Cars in unserem Star-Porträt. Eigentlich eher wie David Bowie in einem super Video. Genug geredet jetzt, der Rest ist nämlich Überraschung. Jetzt kommen erstmal die Bravo-Hits des Monats. In diesem Monat auf Platz 10 Madonna mit Like a Virgin. Platz 9 belegen Depeche Mode mit ihrem neuen Hit Blasphemous Rumors. Und mächtig Power in die Liebe bringt Frankie Goes to Hollywood auf Platz Nummer 8. Er rätselt immer noch erfolgreich Nick Kershaw, The Riddle, Platz 7. Ganz neu dabei die Nummer 6, Tears for Fears mit Shout. An die fünfte Position zurückgefallen ist Nena mit Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Weihnachten auf Platz 4, Wham! Feiern Last Christmas. Auf Platz 3 der Schachspieler vom Dienst, Murray Head mit One Night in Bangkok. Platz Nummer 2, Band Aid singt für einen guten Zweck. Do they know it's Christmas? Und hier der absolute Knaller, die unangefochtene Nummer 1 in... Fragen wir doch noch. Tja, ihr wisst wahrscheinlich auch noch, wir haben heute einen riesen Gag vor. Ihr wolltet doch bestimmt jemand mal schon so richtig eine Torte ins Gesicht schmeißen, so wie in dem Film, oder? Tja, also ich lache mich immer echt kaputt. Das Problem ist natürlich immer, wo kriege ich das Opfer her? Kein Problem, wir schaffen da Abhilfe. Wir blenden euch nämlich auf dem Fernseher ein Gesicht ein. Tja, und dem könnt ihr dann so richtig einen reinklatschen. Der schlaue Beobachter stellt übrigens sofort fest, wir haben den Fernsehapparat mit einer Folie abgedeckt, damit er auch keinen Schaden nimmt. Tja, und eine richtige Torte ist euch vielleicht auch zu schade. Dann nehmen wir einfach einen Pappendeckel und ein bisschen Rasierschaum und machen uns so eine Ersatztorte. Tja, und die funktioniert auch ganz prima. Oh nein! Na also, jetzt wisst ihr ja, wie es geht. Bereitet schon mal alles vor, denn am Schluss der Sendung blenden wir euch dieses Bild von Heino auf euren Fernseher ein und dann könnt ihr es gewaltig krachen lassen. Tja, und krachen lassen es auch die wilden Typen in unserem nächsten Video. Heiße Klamotten und verrückte Frisuren. Unser Modetipp. Der Fasching ist vorbei. Na und? Kein Grund, die gute Laune einzumotten. Im Gegenteil. Spaß macht, was verrückt ist, und das ist zeitlos. So gesehen ist in München immer Fasching. Da gibt es zum Beispiel einen Haarkünstler, Mad Max heißt er. Der zaubert die heißesten Trendfrisuren. Da wurde sogar Struwwelpeter von Heiter blassen. Und wenn euch danach ist, malt euch an. Zeigt euch, wie ihr euch fühlt. Also blass raus und Farbe rein.
Die Frisuren, die in diesem Salon entstehen, sind reine Ausgeburten der Fantasie. Allerdings 30 bis 90 Mark muss man dafür schon hinblättern. Unser letzter Mohikaner. Sollte euch morgen euer Schopf zu kurz sein, kein Problem. Ihr braucht nicht mehr warten, bis die Haare wachsen. Denn man kann sie inzwischen künstlich verlängern lassen. So, fertig. Ja, nicht schlecht, was? Fröhlichkeit kann man nicht verordnen, deswegen lasst euch einfach von eurer Stimmung leiten. Zu verrückten Frisuren passen nur ausgeflippte Klamotten. Und die sucht ihr euch mit etwas Zeit und Geduld irgendwie zusammen auf Trödlermärkten, in Secondhand-Shops oder in Alternativboutiquen. Hauptsache, ihr wisst, was ihr wollt. Rumstöbern, sich durch die Regale wühlen, euch verkleiden, ja, das bringt's. Und schon seid ihr beschwingter. Ihr wisst ja, erlaubt ist alles, was Spaß macht. Oder etwa nicht? In der Mode gibt es keine Gesetze. Zu schnell ändern sich die Trends und die kommen nicht selten aus England. Wie zum Beispiel dieser brandneue Pyjama-Look. Der Hit in diesem Jahr. Sabine zeigt euch das gleich mal. Ausrasten ist angesagt. Warum nicht auch in der Mode? Na, wie gefällt euch Sabine jetzt? Hose, Weste und Bluse aus Baumwolle mit Satin-Effekt. Die Hose ab 129, die Weste ab 98, die Bluse ab 119 Mark. Und für die Ohrringe und Ketten müsst ihr rund 50 Mark hinlegen. Oder hier, der Gentleman-Look. Dinner-Jacket, Hemd mit Schwalben, Schwänzen und Smoking-Hose. Für allerdings 500 Eier. Tja, da muss man schon einen reichen Papi oder einen Riesenjob haben. Vor allem die Klunker gehen ins Geld. Zum Beispiel die Ohrspinne für fast 200 Märker. Na, das muss ja nicht sein. Jeder so, wie er kann. Hoffentlich könnt ihr so, wie ihr wollt. Egal, zu welchen Klamotten ihr euch am Schluss entscheidet, Aufsehen erregt man mit so einem Äußeren auf jeden Fall. Ob auf der Straße oder in eurer Stammkneipe. Da könnt ihr sicher sein. Und das nicht nur in München. Verrückt sein kann man überall. So oder so, ihr sorgt für ausreichend Gesprächsstoff. Der eine fühlt sich von so einer Mode vielleicht provoziert, ein anderer ist schockiert und ein dritter nimmt gar keine Notiz davon. Ist ja auch wirklich egal, was die Leute denken. Das Aussehen ist reine Privatsache. Hauptsache, ihr fühlt euch wohl in eurer Haut. Den möchte ich sehen, der wegen so einer Verkleidung gleich seine Freunde verliert. Im Gegenteil. Na dann, Prost Mode! Soweit unser Modetipp. Jetzt noch ein Eurotyp, etwas für unsere Mädchen. Aber für euch Jungs ist doch wohl auch noch genug dabei, oder? Kann man eigentlich nicht abstreiten. Jede Menge heißes Fleisch. Ein Traummann. David Lee Roth. Question, David. Van Halen Album. David, du hast jetzt vier eigene Songs auf dem Markt. Willst du nur noch Solo machen und dich etwa von Van Halen trennen? This is for you in the future. You'll stick with Van Halen, with your old friend. No, I have very strong tribal instincts. Do you? And we're going to start arguing in the studio again in about a week, actually. For the new Van Halen album. Uh-huh. And God, that masterpiece, I have no idea how long this one would take. Although I have heard a lot of the new music. Mm. And once again, Edward's driven off the road and kept right on going, you know. I assumed that I knew where we were going. You know, now we have Jump, now we have the synthesizers, now we have, yes, you know, the 80s sound. Wrong. Nein, ich weiß doch instinktiv, wohin ich gehöre. Nächste Woche fangen wir mit einem neuen Van Halen-Album an. Eddie ist schon mal abgefahren damit, aber ich weiß, wo es lang geht. Jump, Synthesizers, Sound der 80er Jahre, Rock. You told Wolltest du nicht auch Schauspieler werden? I'm taking a greater interest in not wasting my time now. I've always heard that wasting time is not murder, it's suicide. And people say, well, Dave, why did you come up with the EP? And now, you know, we're talking about acting and do the radio and the video and everything. Reason I got to rock and roll is somebody says to me, Dave, do you have a job? I go, yeah, I work. I sing. I dance for a living. I just sang you four songs. If it's time to play you a movie, we'll do a movie. If the next time it's going to be a Van Halen album and on, as long as you stay busy. Ich will meine Zeit nicht verschwenden. Das wäre nicht nur Mord, sondern Selbstmord. Ich habe jetzt eine Soloplatte gemacht. Ich soll Schauspieler in Videos auftreten. Beim Rock habe ich genug zu tun.
singen, tanzen, das ist mein Beruf. Wenn die Zeit kommt, machen wir einen Film, dann wieder ein Van Halen-Album. Immer weiter, immer weiter. No marriage in Dave ist mit dem Heiraten. Well, it's a question of finding somebody who wants to tag along in some pretty extreme places. You don't feel any strain yet of this kind of life you're leading? No, no. And I've had my various love affairs, but my biggest love affair is with the audience, and she's the ficklest woman in the world. You always got to have a new song, a new flower, a new shirt, or she won't even let you in the door. Well, da fragt sich, wer Lust dazu hätte, mit mir dauernd durch die ganze Welt zu reisen. Ich habe eine Menge Liebesaffären gehabt, aber meine große Liebe ist das Publikum. Das ist die anspruchsvollste Frau der Welt. Du musst immer mit einem neuen Song, einer frischen Blume, ja sogar mit neuen Klamotten kommen, sonst lässt sie dich nicht mal zur Türe rein. People say to me, Dave, you know, you live in your own little world. And I tell them, well, at least they know me there. And then the next question they always ask is, is there anything that you would change? Do you have any regrets, Dave? And I invoke the line that one of the characters in a Shakespearean play said, to make the world better, first we get rid of all the lawyers. Besides that, I'm on top of the world. And you're invited. Plenty of room up here. Die Leute sagen zu mir, Dave, du lebst doch in deiner eigenen kleinen Welt. Stimmt, da kennt man mich wenigstens. Ob ich irgendwas ändern möchte, ob ich was bereue, fragen sie. Da sage ich mit Shakespeare, für eine bessere Welt müsste man erstmal alle Rechtsanwälte abschaffen. Davon abgesehen sitze ich auf dem Dach der Welt. Und ihr seid herzlich eingeladen, dazuzukommen. Da ist noch viel Platz hier oben. Mal keine Schummelei, sondern tolle Neuheiten.
Für die ewigen Spieler Ghostbusters, ein klasse Videospiel, gibt's in jedem Laden. Und macht irre Spaß. Hey, schon wieder verloren. Dann gucke ich im Fernsehen mit meinem Watchman hier. Hey, das gibt's ja nicht. Sag mal, was läuft denn gerade? Foreigner. Foreigner ist wieder da. Mit einem neuen Album nach 2,5 Jahren Schweigen. Mit einem Ohrwurm, geschrieben von Mick Jones, gesungen von Lou Gramm. I wanna know what love is. Ich will wissen, was Liebe ist. A little time to think things over. Ich muss mir ein bisschen Zeit nehmen, um über alles nachzudenken, über mich, über mein Leben und die Liebe, heißt es in seinem romantischen Song, einer Art Lebensbeichte des englischen Musikers. Der Song ist der Schlüssel zu dem Geheimnis und das Schweigen der angloamerikanischen Rockgruppe, wie mir Mick Jones in New York erzählte. Es ist ganz natürlich und verständlich, dass eure Fans jetzt wissen wollen, was ihre Idole eigentlich getrieben haben in den 2,5 Jahren und was mit euch inzwischen passiert ist. Soweit ich weiß, seid ihr ja alle 4 verheiratet. Wahrscheinlich haben die anderen 3 sich ihren Familien gewidmet. Du hast mir angedeutet, Mick, dass du inzwischen eine schwere Zeit durchgemacht hast in deinem Privatleben. Very private difficulty during this time. Yes, I had an unfortunate situation with. Ja, da gab es eine schwierige Geschichte bei mir. Und das hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich die in den Griff bekam. Und während dieser Zeit habe ich auch neuen Familienzuwachs bekommen. Einen kleinen Jungen. Das war, während wir im Studio waren und das Album aufgenommen haben. Alexander heißt der Kleine. Das hast du wohl noch nicht gewusst, was? This is really a good piece of news. Great to hear. You didn't know that, did you? No, I didn't know that. You were holding back on me. And now I know about it. Well, this is really happy news. Wonderful. Große Frage jetzt. Werdet ihr wieder auf Tournee gehen? Und wann kommt ihr nach Deutschland? Ja, genau wissen wir es noch nicht. Aber es wird wohl im Sommer soweit sein. Mick, wodurch unterscheiden sich die deutschen Fans von denen in anderen Ländern? Sie sind wahrscheinlich ziemlich ähnlich wie die amerikanischen Fans. Die Deutschen flippen ganz schön aus und spielen herrlich verrückt. Die lassen sich mitreißen und außerdem wissen die prima Bescheid über die Musik, die sie gern hören. Mick, wie plant ihr denn nun auf der Bühne I Wanna Know What Love Is zu inszenieren? Mit einem großen Chor, wie wir gleich sehen werden. Das überlegen wir uns im Moment noch. Es wird ein ziemliches Stück Arbeit werden. Ganz hübsch aufwendig. Aber ich hoffe, es wird keine Probleme geben. Denn gerade diesen Song möchte ich unbedingt so auf die Bühne bringen, wie wir ihn im Video produziert haben. Warten wir es also ab. Mit welchem Aufgebot an Chorsängern Foreigner uns überraschen werden, wenn Mick Jones, Lou Gramm, Rick Wills und Dennis Elliott mit diesem Song zu uns nach Deutschland kommen. Foreigner ist wieder da,
Mick Jones ist wieder da, nach über 2 Jahren des Schweigens. Mit einem Song, der hier in Amerika bereits nach wenigen Wochen über alle Radiostationen von früh bis spät zu hören ist. Wie findest du denn unsere Show? Die finde ich ganz gut, aber ist ja viel zu leise, ne? Ist viel zu leise, wie du willst. Hier wieder unsere Tourneedaten. Okidoki, ab geht die Post. Klaus Lage live könnt ihr erleben am 23. Februar in Frankfurt, am 24.2. in Kaiserslautern und am 26.2. kommt er nach Freiburg. Die Münchner Freiheit spielt am 23.2. in Schneid, am 24.2. in Holzminden, Gruß an die Weser, am 26.2. in Berlin, da bringen sie dann den Berlinern Bayerisch bei, 27.2. dann Hamburg, 28.2. Köln. Tina Turner, die unglaubliche Rocklady, düst am 28.2. in Ludwigshafenöl die Bühne. Am 1.3. macht sie die Münchner und am 2.3. die Frankfurter verrückt. Am 3.3. heizt sie in Hamburg und am 4.3. in Berlin an. Außerdem 7.3. Stuttgart, 9.3. Würzburg. Babs sind am 23.2. in Donaueschingen, am 24. in Wangen und am 26. in Würzburg. Phil Collins, Super Trommler aus England, bringt heißen Sound am 25.2. nach Düsseldorf, am 4.3. nach Berlin, am 7.3. nach Frankfurt und am 8.3. nach München. Hey, da gehe ich hin. Nichts da, du liest jetzt weiter. Also gut, Nick Kershaw ist immer noch unterwegs. Am 23.2. in Stuttgart, am 25. in Mannheim, am 26. in Frankfurt, Wahnsinn, am 27.2. in Düsseldorf, 1.3. Berlin, nein, halt, Entschuldigung, am 1.3. durch Hamburg, 2.3. Berlin und 3.3. dann Braunschweig. Ich glaube, wir hören jetzt auf, ne? Also gut, ihr wisst ja Bescheid, schaut in die Tageszeitung oder in die nächste Bravo, da gibt es noch jede Menge Konzerttipps. Hey, was machst du denn da? Ja, ich mach das Starport-Dreh. Von mir? Ach, Quatsch, fuck euch. That's not a substitute, actually, it's entirely different. It's an electronic medium and... And live touring is like theater. Ein Ersatz sind Videos auf keinen Fall. Video ist ein elektronisches Medium. Und Live-Gigs sind doch eher wie Theater. Sind Videos aber nicht ein besserer Weg, eure Musik unter die Leute zu bringen? Well, it's quite an interesting way to do it, because for those who don't go to concerts, they might be able to see it on television. They won't see a concert tour anyway. Videos are conceptually different than live playing anyway. You know? Das ist ein interessanter Punkt. Klar können Konzertmuffel uns auch auf diese Weise kennenlernen. Live und Konserve ist aber kein Vergleich. Auf Hello Again hat Andy Warhol den Barkeeper gespielt. Wie habt ihr das denn hingekriegt? Oh, we sort of knew Andy off and on and just called him one day and asked him if he would be interested in doing a video. We were interested in his 8mm stuff, really. And he just agreed to do it, thought it would be fun and actually wanted to be in it. So, and he wanted to be the bartender. He thought that was the most difficult job. Seine Arbeit hat uns schon immer interessiert. Er wollte unbedingt die Rolle des Barkeepers spielen. Er sagte, das sei der schwierigste Part. Hat er auch bei der Produktion mitgemacht? Yeah. Oh yeah, he's the sort of the art director of the whole thing. Ja, er war der Art Director des Ganzen. In den Videos gibt's ein paar reichlich sexy Szenen. Geht's denn bei euch privat auch so zu? We all have very erotic private lives, yeah. Bei uns geht's immer so zu. Gemütlich gemacht. Herr Direktor, bitte Film ab. Die Stars in unserem Kinotipp muss man genießen. Wissen, wie ich sie nennen kann, damit ich einen hübschen Namen für sie habe. Apples. Apples. Wann haben Sie denn Ihre Liebe zur Musik entdeckt? As a little girl, I used to listen to the Beatles. And taking showers and singing in the shower. Als kleines Mädchen habe ich Beatles-Songs gehört und sie unter der Dusche gesungen. Glauben Sie, dass Sie Ihre Musik in Zukunft gerne weiter mit Prince machen werden und auch die Filme?
I hope so. I know that we will always remain friends for the rest of our lives and thereafter. But I have asked him to direct a film for me in the future, and I think that he will. Ich hoffe. Ich hoffe auch, dass wir bis zum Ende unseres Lebens Freunde bleiben werden und noch darüber hinaus. Ich habe ihn gefragt, ob er in einem meiner Filme Regie führen will, und ich glaube, er tut es. Haben Brenda und Susan denn auch solche guten Gefühle, insbesondere im Verhältnis zu Prince? Oh God, I hope I never see him again. I've had enough of him. No, actually, we've been very close for a long time. I've known him for about 5 years, and probably remain good friends for quite a while. Who's to say? I'm, you know, it's not for me to say. We get along really well. I like working around him, and I enjoyed very much doing the movie with him, and I would like to hopefully do some more work with him in the future if both of our schedules call for it. Oh Gott, ich hoffe, ihn nie mehr zu sehen. Nein, eigentlich standen wir uns schon lange Zeit sehr nahe. Ich kenne ihn seit 5 Jahren. Wer weiß schon, wie es weitergeht. Wir kommen sehr gut miteinander aus, und es hat Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Hoffentlich werden wir bald wieder zusammenarbeiten. Ich darf annehmen, dass Susan, dass Sie auch schon eine Weile Prince kennen und mit ihm zusammen waren. Well, I've known Prince a little longer than Brenda, maybe a year. Oh yeah, 6 years. Yeah, and I hope to stay friends till the end. Ich kenne Prince schon etwas länger als Brenda, insgesamt 6, 7 Jahre. Und ich hoffe, dass wir immer Freunde bleiben. Überall heißt es, dass Sie eine sehr, sehr gute Freundin von Prince sind und dass sie seine Freundin sind. I don't kiss and tell. I don't like to give lip sandwiches away, you know. Ich küsse doch nicht und red dann drüber. Das ist nicht mein Stil. Murphy. Ladies and gentlemen, the one and only Pee-wee Herman. You a Prince fan, Pee-wee? Oh, yeah, I'm really, really. When the doves cry. I had this Bible made especially for Prince and put his name on the bottom of it. I wanted to give him this lovely Bible and this beautiful book called Steps to Christ. Let him know that God cares for him and God loves him, and God gave him that wonderful musical gift. How can you just keep me standing? The star of Purple Rain, please welcome his royal badness, Prince. This was happening a little earlier tonight. Prince's arrival at the Mann Theater in Hollywood for the premiere of his film Purple Rain. As you can see, he rushed inside fairly quickly. And just now, people are filing in to the party to celebrate. Er riskierte alles, um das eine zu erreichen, das alles für ihn bedeutet. Seine Musik. Prince. Purple Rain. Hier sind die Informationen aus der Rock- und Pop-Welt. Mick Jagger hat gerade sein erstes Soloalbum aufgenommen. She's the Boss wird es heißen. In London wird die Platte gerade zu einem einstündigen Film verarbeitet.
Doch kurz vor Veröffentlichung gab es um Micks Erstlingswerk noch jede Menge Panik. Aus seinem 1500 Mark die Nacht teuren Hotelzimmer in Paris wurden nämlich die ersten zwei Exemplare geklaut. Mick ließ das Hotel im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf stellen und die Platten wurden in einem Büro wiedergefunden. Mick und seine Plattenfirma sind sichtlich erleichtert, denn der Schwarzmarktwert von Jaggers Unveröffentlichten wird ungefähr auf 20 Millionen Mark geschätzt. Hochzeit bringt nichts, meint Howard Jones. Er ist zwar glücklich verheiratet, aber bereut diesen Schritt. Hochzeit, das ist eine Zeremonie, nicht mehr, meint er. Entweder man liebt sich oder nicht, dafür braucht man kein Dokument. Übrigens, sein neuester Hit, Things Can Only Get Better, schoss in einer Woche von 0 auf 18 in England. Rod Stewart und Duran Duran-Star John Taylor haben Großes vor. In einem Geheimgespräch sollen sie die Formierung einer neuen Supergruppe besprochen haben, die dann auch in England auf Tour gehen soll. Die Band soll Geld für Multiple Sklerose-Kranke einspielen. Die Idee dazu kam von John, der ein großer Fan von Rods ehemaliger Gruppe The Faces ist. Rod Stewart soll in dieser Band Bass spielen. Paul Young soll mit seinen Füßen auf dem Boden bleiben. Das meint zumindest seine Plattenfirma. Die untersagte ihm sein neuestes Hobby, Fallschirmspringen. Zu gefährlich, lautete der Kommentar aus der Chefetage. Paul ist nun sauer. Prince hat Ärger mit seinem Kollegen. Eigentlich sollte er bei der amerikanischen Afrika-Platte We Are The World mitspielen. Stattdessen zog er es aber vor, sich in einer Bar in Los Angeles volllaufen zu lassen. Dabei verprügelten seine zwei Bodyguards auch noch zwei Fotografen, die von ihm wissen wollten, warum er nicht mitmachen will. Tja, die 45 amerikanischen Superstars, unter ihnen Michael Jackson und Billy Ocean, sind ziemlich böse. Tja, solche Probleme gab es bei der deutschen Äthiopien-Platte nicht. Wir waren dabei, als das Video in den Münchner Bavaria-Studios gedreht wurde und sprachen mit den Beteiligten. Hallo Bob, ihr seid auch dabei. Sag mal, wie seid ihr überhaupt zu Musik und Text gekommen für dieses Lied Nackt im Wind? Ja, wir haben alle, jeder hat was geschrieben halt, ne? Und dann haben wir ausgesucht in Frankfurt, welches man am besten davon nimmt. Und dann ist jedes Mal rausgekommen, dass der, also ich habe den Text geschrieben und Herbert hat dann die Musik dazu gemacht, weil meine Musik war da wirklich nichts. Wie bist du zu diesem Projekt gekommen? Ich bin angerufen worden von Jim Rakete aus Berlin und ich fand das eine gute Sache und ich finde es auch erstaunlich. Es hat sich eigentlich keiner ausgeschlossen. Es war natürlich schwierig, eine Nummer zu finden, weil die musikalischen und textlichen Auffassungen halt sehr weit auseinandergehen. Aber ich hoffe, dass wir was gefunden haben, was halt eine Menge verkauft. Weil im Endeffekt geht es nur darum. Es geht ja nicht darum, dass sich Einzelne profilieren, sondern es geht darum, dass eine Menge Leute die Platte kaufen und dass wir viel Geld zusammenkriegen, um da zu helfen. Hallo Herbert, ich habe gerade gehört, du hast die Musik zu diesem Lied geschrieben. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben die alle, also wir haben das dann gemacht, der Wolfgang und ich, und wir haben das dann alles zusammen im Studio unter einer, für die Umstände und mit so vielen Leuten unter einen Nenner zu bringen, war das unheimlich toll und unheimlich produktiv. Die Leute waren auch unheimlich gut drauf. Und da haben wir das alle zusammen eingespielt und gemacht und gesungen und so. Und das war eine sehr schöne Erfahrung, dass sich irgendwie für so eine Sache auch Künstler zusammentun, die normalerweise, sei es in politischer Hinsicht oder auch sonst, nicht viel miteinander zu tun haben. Das fand ich schon sehr gut. Also ich hätte nie gedacht, dass so viele Leute aus unterschiedlichen Richtungen so toll zusammenarbeiten. Es hat mir Spaß gemacht, ich würde es immer wieder tun. Und ihr habt auch alle sofort Ja gesagt, wie man von Nina erfahren hat? Ja, natürlich. Ich meine, wer kann da Nein sagen? Wie meinst du, kann jeder von uns mithelfen, das Problem Dritte Welt zu lösen? Ich weiß es nicht, ob ich jetzt hier so auf der Straße ganz allgemein etwas ganz Weises von mir geben kann. Noch nur nach deiner Meinung. Wenn wir versuchen, ein wenig das Nord-Süd-Gefälle abzubauen, das heißt, von dem, was wir hier zu viel haben, etwas wegzugeben, dann wäre, glaube ich, schon sehr viel geholfen.
Weil er weiß, dass man nicht schlucken kann. Der Wind, der brüllt und wütet im Orkan, der Menschen frisst. Nackt im Wind, der brave Köter. Dass man nicht schnell vergisst. Nach dem Wind, der brüllt und wütet. Im Orkan, der Menschen frisst. Nach dem Wind, der planlos tötet. Weil er weiß, dass man nicht schnell vergisst. Nach dem Wind, der brüllt und wütet. Im Orkan. Für alle, die noch ein paar Mark übrig haben, kauft diese Platte oder vielleicht auch zwei. Jetzt aber zu einer anderen Sache. Es gibt nämlich in Amerika so etwas wie einen Oscar für Videos. MTV Video Award heißt er. Bei der Preisverleihung wurde eine Wahnsinnsshow in der berühmten Radio City Music Hall aufgezeichnet, die ihr übrigens demnächst auf Sat.1 sehen könnt. Tja, und damit ihr schon einen kleinen Vorgeschmack bekommt, haben wir euch einen Ausschnitt vorbereitet. Exklusiv in Deutschland, nur hier bei uns zu sehen, David Bowie mit Blue Jean. Aber nicht mit dem allseits bekannten Video, sondern mit einer Aufzeichnung aus einem Londoner Pub. Tonight, live from Radio City Music Hall and broadcast to all the major credit card using countries of the free world, MTV presents the greatest rock and roll extravaganza of the last 2,000 years, the MTV Video Music Awards, starring David Bowie, Dale Bozzio, Belinda Carlisle and Kathy Valentine of the Go-Go's, Stuart Copeland and Andy Summers of the Police, Roger Daughtry, Daryl Hall and John Oates, Herbie Hancock, Billy Idol, Mick Jagger, John Landis, Cyndi Lauper, Simon Le Bon and Mick Rhodes of Duran Duran, Huey Lewis and the News, Madonna, Eddie Murphy, Rico Kasich, Joe Piscopo, Grace Slick and Mickey Thomas of Jefferson Starship, Rod Stewart, Tina Turner, Fee Waybill, Peter Wolf, Ron Wood, and ZZ Top. Viel Spaß damit! Ratatata. Wir schreiten jetzt zur Bekanntgabe unserer Sieger aus unserem Videopuzzle. Der dritte Preis, das waren diese Platten hier, gehen an... Na, an wen? Rück rüber damit. An Alexander Asche, Heinrichstraße 15 in 2900 Oldenburg. Der zweite Preis dieser Walkman gehen an... Oder mir gesagt, geht einfach an. Mal richtig tief rein. Tief rein und... Es ist Christian Winkler, Kaiserplatz 12, 8000 München 40. Ja, und Sieger dieses Spiels und Gewinner dieses Ghetto Blasters hier ist... Du machst doch nicht so spannend. Na? Na? Bitteschön. Ta-ta-ta. Es ist Reimer Tank im Westring 214, 2300 Kiel 1. Herzlichen Glückwunsch. Ja, die richtige Lösung war natürlich Pia Zadora und Jermaine Jackson in When the Rain Begins to Fall. So, jetzt aber wieder aufgepasst. Hier kommt unser neues Videopuzzle. Diesmal natürlich etwas schwieriger. Wir spielen euch einen Zusammenschnitt aus der Preisverleihung des First Annual MTV Video Award Show ein, von denen ihr mindestens drei Videotitel erkennen müsst. Now goes it loose. I'm so excited. All right, now I'm ready. This one's for you. Hey, we started this whole rock and roll thing here, right? We are strong. Doing this to it and getting right through it will prove Mama Juba. There's no bird in this cage. Paint the mother pink. I believe in game. Hold on. Michael Jackson.
klar? Schickt die Lösung unseres Puzzles wieder an Bravo TV Kennwort Video Puzzle 8000 München an 100. Nennt uns mindestens 3 Titel von den Videos, die ihr erkannt habt. Übrigens, packt schon mal die Frischhaltefolie über eurem Fernseher. Gleich kommt die Torte. Und das sind die Preise. 3. Preis, dieses Superkappe hier. 2. Preis, Boxerschuhe. Tja, und der Sieger bekommt einen erstklassigen Mini-Fernseher, einen Watchman. Und nicht vergessen, Einsendeschluss ist der 5. März 1985. So, nun aber zur Torte. Habt ihr alles? Unser heutiges Tortenopfer ist Heino. Übrigens wünscht ihr euch irgendjemanden als nächstes? Ihr könnt wählen. Schreibt uns einen Namen auf eine Postkarte und schickt sie an Bravo TV, Kennwort Tortenopfer, 8000 München 100. So, und jetzt geht's richtig los. Ist das Bild bei euch gut angekommen? Fertig, los! Caramba, carajo, ein Gen. Verflucht, Sacramento, Dolores. Und alles ist wieder. Ja, und wir verabschieden uns dann. Tschüss. Und Servus aus München. Und viel Spaß beim Fernseher putzen.